Der Kampf gegen Corona sei ein Marathon, heißt es ja immer wieder. Doch anders als beim Lauf-Einzelsport kommt es hierbei auf eine geballte Mannschaftsleistung an, um die Auswirkungen der Pandemie zu meistern. Das beweist schon seit dem Frühjahr ein Fußballteam aus dem hohen Norden. Spiele und Training fallen eh aus, also sind die Kicker des SV Friedrichsort in Kiel mittendrin im Einsatz für ihre Mitmenschen. Und wie Tobias Gellert berichtet, Pokale kann man auch auf diese Weise gewinnen. Seit Mitte März sind sie unterwegs. Sonnabends und mittwochs 23 Spieler der ersten Herren des SV Friedrichsort. Hallo Frau Lenning. Hallo. Einmal ihr Einkauf. 160 Stunden ihrer Freizeit haben sie genutzt, um denen in und um Kiel-Friedrichsort zu helfen, die zu Hause am sichersten sind. Ja, ich bin von Anfang an begeistert gewesen, als ich das gelesen habe, dass unsere Jungs das machen wollen. Habe ich natürlich gleich das mitgenutzt. Nicht? Ich habe kein Auto, ich kann nicht schwer tragen. Und da bot sich das ja an, diesen Dienst in Anspruch zu nehmen. In der Kreisliga, in der sie momentan immerhin Dritter sind, dürfen sie nicht antreten. Training gibt's auch nicht. Und doch treffen sie sich immer wieder als Mannschaft in ganz anderer Mission. Ich habe ein bisschen nachgedacht. Robert, du machst Telefon heute. Ja. Ihr drei fahrt. Ich unterstütze ihn, bringe euch die Zettel raus. Ja, der ab in die Autos, ne? Ja. Und Robert ans Telefon. Okay, vorne gepackt. Dann gehe ich ans Telefon. Gemeinsam für Friedrichsort. Hallo, hier ist Boris. Einmal Toilettenpapier. Von 10 Uhr an gehen auch heute die ersten Bestellungen ein. Einige sind schon Stammkunden, rufen fast jede Woche an und werden natürlich auch beliefert. Seit Beginn des ersten Lockdowns haben sie an 46 Tagen ihren Einkaufsservice angeboten. Bezahlung an der Tür, möglichst kontaktlos. Stellen Sie es doch ein bisschen. Jeder Einzelne, den wir da beliefert haben und dann auch wenigstens nur für eine halbe Stunde irgendwie aus der Öffentlichkeit ferngehalten haben, das ist Gold wert. Alles richtig gemacht. Und es ist ja für uns natürlich auch immer ganz gut gewesen, dass wir uns dann auch noch mal zwischendrin gesehen haben. Wir konnten einfach was Gutes tun. Auch der Supermarkt um die Ecke unterstützt. An den Einkaufstagen der Fußballer wird für sie eine Kasse freigehalten. 250 Einkaufstouren sind es einschließlich heute gewesen. Und das alles ehrenamtlich. Alleine der Dank der Menschen, wo man die Einkäufe vor die Tür bringt, der reicht einem schon. Das geht hier nicht um Geld oder irgendwas anderes. Wir machen das gerne, um den Leuten zu helfen, damit sie zu Hause bleiben und sie sich selber damit schützen. Und der Dank von diesen Menschen bedeutet uns, glaube ich, alleine sehr viel. Für dieses Engagement wurden sie unter anderem sogar vom DFB ausgezeichnet. Ihre Idee hat bundesweit etliche Nachahmer gefunden. Heute gab es vom Verein einen Pokal für das beste Team. Und als Team wollen sie weitermachen, so lange, bis jeder wieder ohne Ansteckungsgefahr einkaufen gehen kann.